sind doch mal richtig tolle Bilder, oder? Die könnt ihr euch eigentlich auch selber machen, wenn ihr einigermaßen gut fotografieren könnt und hinterher die Bilder vielleicht so bearbeitet, dass sie so schön aussehen. Ein Teil auf diesem Weg, den möchte ich euch heute einmal vorstellen, wie ihr mit dem Bildbearbeitungsprogramm GIMP einige Grundlagen der Bildbearbeitung erlernen könnt. Wenn ihr ein Windows-PC habt, ein Apple-PC oder ein Linux-PC, dann solltet ihr euch dieses Programm GIMP, was kostenlos ist, als allererstes einmal installieren. Ich habe jetzt hier einfach in meiner Suchmaschine GIMP eingegeben und kriege hier meine ersten Ergebnisse. Und ihr seht hier www.gimp.org. Das ist die Originalseite. Darauf würde ich auch gehen, also nicht über irgendwelche anderen Internetseiten das Programm runterladen, sondern macht das von der Originalseite. Das nächste ist, wir müssen hier einmal schauen, wo ist der Download? Und das sehen wir hier oben links. Und je nachdem, welches Gerät wir jetzt haben, also müsste bei euch zu sehen sein, Windows, so wie bei mir jetzt Linux. Und es müsste auch für Apple zu installieren sein. Falls dem nicht so ist, bitte ich dies zu entschuldigen. Aber mein Rechner erkennt, dass es ein Linux-Rechner ist. Also, wir gehen davon aus, ihr habt Windows und dann würdet ihr hier das Programm downloaden und dann, so wie man das kennt, mit Doppelklick installieren. Über die Installation soll es ja heute nicht gehen, sondern um die ersten Schritte, wie ich meine Bilder ein bisschen verbessern kann, so die absoluten Grundlagen. So, ich habe schon ein Bild vorbereitet. Mein GIMP-Programm ist auch schon soweit da. Wenn ihr das erste Mal euer Programm öffnet, werdet ihr sicherlich Einzelfenster haben. Das könnt ihr euch aber so einstellen, wenn ihr das schöner findet, dass es ein einziges Fenster ist. Aber das ist Geschmackssache. Normalerweise habt ihr also diese drei Einzelfenster. Auf der linken Seite gibt es eine ganze Menge von Einstellungen und heute möchte ich euch hier auf der linken Seite einige von diesen Verbesserungstools vorstellen. Wir brauchen ein Bild. Wir gehen hier oben auf Datei und könnten jetzt über Öffnen ein Bild suchen oder ihr zieht es einfach hier in das Fenster rein. So, wir sehen schon, hier haben wir diesen wunderschönen Mann. Ich habe das Bild jetzt markiert und drücke auf Öffnen. So, je nachdem, wie groß euer Bild ist, die Auflösung, kann es sein, dass euer Bild schon wesentlich kleiner angezeigt wird oder wesentlich größer. Das liegt an der Auflösung, also wie hoch die Qualität ist, mit der ihr das Bild fotografiert habt. Viele von euch wollen die Bilder benutzen, um sie auf Homepages oder andere Plattformen im Internet hochzuladen. Dabei muss man natürlich einiges beachten. Das allererste ist, ihr müsst erstmal schauen, ist euer Bild gerade? Gibt es ein paar Dinge, die wir verbessern können? Da würde ich als allererstes empfehlen, dass ihr mal schaut, habe ich es wirklich gerade fotografiert? Viele Fotografen verwackeln das Bild oder haben es nicht ganz gerade ausgerichtet. Manche Fotografen benutzen eine Art Waage im Sucher, dass man also genau sehen kann, ob das Bild gerade geworden ist oder nicht. Wie können wir das jetzt mit GIMP verbessern? So, ihr seht, jetzt habe ich es endlich geschafft. Ich habe hier oben so eine Linie rausgezogen. Ja, und jetzt stellt euch vor, das Bild ist jetzt schief bei euch. Dann habt ihr hier so eine Orientierungshilfe und daran könnt ihr dann das Bild ausrichten. Jetzt gehen wir hier links in diese Tools und ihr seht, hier ist das Tool Drehen. Ich klicke das einmal an und wenn ich jetzt auf das Bild gehe, dann sehe ich, ich kann schon verschieben. Also angenommen, ihr habt das schiefe Bild, ihr wisst, das ist eigentlich gut, aber so könnt ihr es nicht nehmen. Richtet ihr das Ganze aus, bis das Ganze in der Position ist, in der ihr es haben wollt. Dann ist das nächste, klickt ihr hier auf Drehen.
wird umgerechnet und das Bild ist schief. So können wir das jetzt natürlich nicht nehmen, ist ja völlig logisch. Wenn ich das jetzt abspeichere, dann haben wir hier diese Ecken. Das ist so nicht schön. Also müssen wir das Bild nochmal ausschneiden. Für das Ausschneiden gehen wir hier oben auf dieses Zuschneiden-Tool und wir wollen, dass das Seitenverhältnis bleibt, dass wir also das feste Format, was wir vorher aufgenommen haben, beibehalten. Deswegen habe ich hier vorne Seitenverhältnis fixiert angeklickt. Dann habe ich hier noch die Möglichkeit, Hochformat, Querformat auszuwählen. Es steht jetzt auch Hochformat, denn das Foto wurde ja auch tatsächlich so aufgenommen. Ich möchte, dass es so bleibt. Also klicke ich hier auf Hochformat und ich könnte mir jetzt auch noch so eine Art Hilfslinie dazu nehmen. Ihr seht hier, wenn ich dieses Fenster öffne, gibt es Fünftelregel, Drittelregel, goldener Schnitt. Das sind Regeln der Fotografie, nenne ich es jetzt mal. Und ich habe hier auf Drittelregel gestellt. Ich ziehe jetzt das Bild oder mein Fenster auf. Seht ihr das? Ich kann es nochmal vormachen. Ich habe hier oben in die Ecke geklickt, linke Maustaste gedrückt und das dann langsam runtergezogen. So, und diese Linien hier drauf, die sind also für das Motiv und für die Auswahl des Motivs. Also man sagt, bei diesem Porträtfoto zum Beispiel sollte ein Auge eigentlich immer auf einer dieser Kreuzungspunkte sein. Also müsste ich es jetzt so ausrichten, wenn das ein profimäßig fotografiertes Foto ist. Oder wenn ich jetzt mehr Platz hätte, liegt die, wenn ich jetzt weiter rüberrutschen könnte, dieser Kreuzungspunkt hier auf dem Auge. So, ich gehe erstmal wieder zurück. Denn eigentlich war mein Bild ja schon gerade. Ich habe es ja jetzt eigentlich verschlimmbessert. Ihr könnt also normalerweise, wenn ihr wirklich ein schiefes Bild habt, macht ihr es über das Drehen-Tool in die richtige Richtung, geht dann über Zuschneiden und wählt euch dann den Bereich aus, sagen wir mal den hier jetzt, den ihr braucht, drückt einmal die Enter-Taste und schon ist das Bild richtig zugeschnitten. Ich gehe mal wieder zurück, denn eigentlich brauchen wir das ja gar nicht. Jetzt ist wieder mein Ausgangsbild. Ich schiebe diese Linie hier einmal wieder zur Seite, wenn sie denn will. Und warum will sie nicht? Müssen wir nochmal probieren. Ich habe das auch das erste Mal jetzt selber entdeckt. Lassen wir sie erstmal da. Keine Ahnung, warum sie jetzt nicht geht. Gut, also mein Foto ist jetzt verbessert. Euer Bild ist gerade. Und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Wir machen uns hier erstmal ein bisschen die Ansicht etwas größer. Das ist etwas sehr groß. Also bei 25% seht ihr jetzt, ich habe rangezoomt und ihr könnt sehen, dass die Auflösung des Fotos sehr, sehr hoch ist. Also wenn ich hier so nah ranzoome, ist das immer noch nicht verpixelt. Das kann ich natürlich unmöglich auf eine Homepage so hochladen. Dafür ist das Bild viel zu groß. Wir müssen also das Bild verkleinern oder skalieren, nennt man das hier auf GIMP. Skalieren bedeutet, ich schrumpfe sozusagen die Datenmenge, dass man dieses Bild auf einer Homepage auch wirklich schnell laden kann. Eine Sache vorweg, die möchte ich euch noch eben zeigen. Also, gehen wir zurück, wir haben das Bild ausgeschnitten, wir haben es gerade gemacht. Jetzt sehen wir aber, dass es irgendwie nicht richtig scharf ist und das stört uns irgendwie, denn wir wollen ja ein richtig schön scharfes Bild haben. Natürlich ist das hier schon scharf. Leider habe ich ganz Schlechteres gefunden, aber wenn ihr jetzt ein Bild habt, was nicht so ganz scharf ist, dann könnt ihr das ganz einfach mit GIMP verbessern. Wir gehen hier oben auf Filter und ihr seht hier Verbessern. Wenn ich hier weiter rüber gehe, gibt es hier unten Unscharf maskieren. Dieses Tool, das benutze ich selbst andauernd, weil viele Bilder, die ich mit meiner manuellen Kamera mache, die sind nicht gestochen scharf und die müssen aber gestochen scharf sein. Also, was kann ich machen? Ich schärfe das hier mit GIMP nach. Ihr seht hier diese Anzeige Menge. Die benutze ich hauptsächlich. Ich lasse die obere Einstellung, wie sie ist, und dann schiebe ich einfach den Regler ein bisschen rüber. Ihr seht jetzt schon, das wird jetzt krass scharf. Man sieht jede Pickel, jede Unreinheit, jede Falte ist total gut zu sehen und es ist natürlich jetzt in diesem Fall schon etwas überzogen und hässlich. Deswegen gehen wir da mal wieder ein bisschen zurück. Man kann natürlich auch Schärfe ganz rausnehmen, dass er wieder ein bisschen verschwimmt.
Also, ihr einfach probiert hier an diesem Regler ein bisschen aus, übertreibt es nicht. Bei so einem Porträt wie diesem hier ist es halt wichtig, dass die Augen schön gestochen scharf sind und guckt ihr einfach auf die Augen und wenn ihr seht, aha, die sind jetzt wieder schön scharf, dann drückt ihr hier auf OK und das Bild wird dann nachgeschärft. Das mache ich jetzt nicht, weil meins ist eigentlich scharf genug. Ich könnte jetzt höchstens noch sagen, gut, ich bin jetzt sehr zufrieden mit dem Bild, aber mir fallen diese Falten hier, die gefallen mir einfach nicht. Dann, das hatte ich euch in einem anderen Tutorial schon mal erklärt, das geht auch relativ einfach mit GIMP, ich drücke hier auf das Heilen-Werkzeug. Dann öffnet sich hier das Menü. Ich habe jetzt, wenn ihr jetzt mal schaut, hier oben in der Mitte an dieser Fläche gibt es diesen kleinen Kreis. Und diesen kleinen Kreis, den kann ich also auch vergrößern. Wenn ich jetzt hier links ziehe, dann ist der Kreis plötzlich ganz groß. Wenn ich es wieder kleiner mache, ist der Kreis ziemlich klein. Was bedeutet das? Das ist der Bereich, den ich gleich verbessern möchte oder heilen möchte. Ich muss hier auf der rechten Seite noch einen Pinsel aufsuchen, sozusagen die Größe und die Stärke, mit der dann die Haut später verbessert wird. So, ich ziehe mal mein Werkzeug wieder etwas größer. Und jetzt gibt es auf eurer Tastatur die Steuerungstaste. Die drücke ich jetzt an die Stelle, wo ich meine, dass die Haut besonders glatt oder schön ist. Und diese Stelle sollte möglichst auch in der Nähe von dem Ding sein, was ihr verbessern wollt. Hier jetzt die Falten. Also nicht zu weit weg, so wie hier jetzt die Nase, die glänzt schön hell. Das heißt, wenn ich hier jetzt Steuerung drücken würde und da mit Linksklick einmal raufklicke, dann merkt sich das Programm diese Hautpartie sozusagen merken und diese kaputte Hautpartie so verbessern mit diesem Farbton. Das passt natürlich nicht, weil das hier viel zu hell ist. Also klicke ich hier in diesen dunklen Bereich, Steuerung drücken zuerst, dann die linke Maustaste und dann merkt sich das Programm diese Hautpartie. So, und jetzt kann ich verbessern. Jetzt gehe ich einfach über diese Falten drüber. Ich drücke einfach immer die linke Maustaste und ihr seht, verschwindet, der alte Mann wird wieder wunderschön. Ich darf das auch nicht übertreiben, also bitte Vorsicht, wenn ihr zu viel drauf rumwischt, kann es sein, dass es wieder dunkler wird, weil man zum Beispiel aus Versehen hier was von den Brauen mit reingezogen hat. Falls ihr da einen Fehler macht, geht hier oben auf rückgängig, dann ist das wieder wie vorher. Wenn ihr euch total vertan habt, macht einfach hier das Bild weg, ohne es zu speichern und holt euch das Original zurück. So, wir könnten natürlich jetzt noch weiter verbessern, aber ich glaube, ihr habt gesehen, wie es geht. Ne? Man könnte natürlich auch noch so wie mit einer Art Puderstift jetzt hier das Weichzeichnen-Tool nehmen. Hier unten die Stärke ein bisschen hochziehen und dann kann ich hier sozusagen wie mit so einem Pinsel das Ganze alles unscharf machen. Ne? Ich mache das wirklich so. An den Stellen der Haut, überall, wo es nicht scharf sein soll, male ich das über und außer die Augen und die Nase und so und die Augenbrauen, das bleibt schön gestochen scharf. Machen wir jetzt aber nicht, sonst wird das hier, glaube ich, viel zu lang. So, jetzt haben wir Folgendes gemacht. Wenn ihr nochmal überlegt, was hier passiert ist, wir haben zuerst GIMP installiert. Wir haben uns diese Ausrichtungslinien hier geholt, von der Seite, hier drauf gedrückt und dann reingezogen. Und somit können wir also unser Bild ausrichten und uns an diesen Linien orientieren. Dann haben wir hier das Drehen-Tool gedrückt und das Bild zurechtgerückt, auf Drehen geklickt und dann hinterher das Bild ausgeschnitten mit diesem Zuschneiden-Werkzeug. So, jetzt kommt das Wichtigste zum Schluss. Wenn ihr euer Bild jetzt soweit bearbeitet habt und seid zufrieden, dann sollte es geschrumpft oder skaliert werden, dass es also nicht mehr so groß ist und ihr es auf eine Homepage laden könnt. Dafür geht ihr jetzt hier oben auf Bild, Skalieren. Wir schieben dieses Fenster so ein bisschen zur Seite. Und jetzt sollte man natürlich wissen, wie groß sollte so ein Foto sein auf einer Homepage. Also wenn man jetzt große Bilder hat, dann ist man vielleicht bei einer Breite von, sagen wir mal, 500 bis 600 Pixel. Und wenn es jetzt wirklich klein ist, ja, oben auf der Seite so Passfoto groß, dann ist man hier vielleicht nur noch bei 160 bis 200 Pixel in der Breite. Dieses Verbindungsteil sollte übrigens angeschaltet bleiben, denn
Wenn ich jetzt hier oben einen Wert eingebe, verändert sich der untere, also die Höhe in diesem Fall automatisch. Ne? Ihr seht also, ich klicke jetzt hier rein, dann ist es hier 500 und da ist es 666. Wenn ich jetzt skalieren drücke, das Bild umgerechnet und es ist schön klein, so passt es auf die Homepage. Wenn wir jetzt mal ordentlich vergrößern, sehen wir, es ist immer noch relativ hohe Qualität, aber es fängt schon an, dass es so ein bisschen pixelig wird. So, ich gehe mal wieder zurück. Das hier ist übrigens der Zoom. Ich mache es wieder schön klein. Wir skalieren noch mal ein bisschen deutlicher, damit ihr seht, was ich meine. Also machen wir jetzt mal eine Skalierung vielleicht für ein Passfoto, großes Bild auf der Homepage. Und dann sind wir vielleicht hier bei einer Breite von, sagen wir mal, 60 Pixel. Klicken hier rein und ihr seht, es wird automatisch angepasst. Ich skaliere und jetzt ist es wirklich schon mini klein. Vergrößere ich das, dann können wir schon sehen, das ist so ein Format, was man oft auf der Homepage hat. Es ist total verpixelt, weil es so klein gezogen ist. So, also habt ihr jetzt euer Bild fertig? Machen wir das auch mal wieder weg, weil es ein bisschen zu viel ist. Ein bisschen kleiner wieder. Bild skalieren nochmal, weil es so schön war. Also so eine normale Größe, 200 Pixel in der Breite. Drücken auf Skalieren. Zoomen etwas ran und sagen wir, okay, das ist jetzt das, was wir brauchen für die Homepage. Jetzt muss ich zum Schluss nur noch speichern. Das ist bei GIMP anders, als man das von vielleicht Photoshop und anderen Programmen kennt. Ich gehe hier oben auf Datei, drücke jetzt nicht Speichern, sondern auf Exportieren als. Jetzt geht das bei mir hier in Downloads. Hier oben sieht man, dass es wird als JPEG abgespeichert. Man kann aber auch ein anderes Format dann sich anlegen. Drückt hier auf Exportieren. Das Bild bei mir ist schon da, deswegen sage ich ja, ersetzt es mal. Und jetzt könnte ich hier noch was bei der Qualität machen und dann lasse ich das aber auf 100%, drücke Exportieren und dann habe ich das Bild eigentlich fertig. Das war es eigentlich schon. Eine ganze Menge habe ich jetzt doch geredet, aber ich hoffe, ihr konntet folgen. Ich habe es nicht zu schnell gemacht. Wem das zu schnell war, schreibt mal in die Kommentare, was euch fehlt, was ihr euch wünscht. Und ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr in Zukunft es schafft, ein paar mehr wunderschöne Bilder zu schießen und sie hinterher zu bearbeiten mit GIMP. Das war's schon. Ciao, ciao.